In diesem Video beschreiben wir Ihnen das Ladeverhalten einer Batterie und welche Informationen Sie dem Display entnehmen können. Der Pfeil zeigt an, dass zurzeit Batterie 1 geladen wird, sobald das Modul Strom liefert. Angeschlossen und eingeschaltet ist eine Lampe mit 20 Watt. Damit wir in der Anzeige den Entladestrom E-Out ablesen können, wechseln wir nun in das Menü 1 mit der Taste Menü abwärts. Hier können wir jetzt den Entladestrom E-Out mit 1,7 Ampere ablesen. Sofort, wenn das Modul einen Ladestrom liefert, steigt die Batteriespannung an. Der Ladestrom E-Charge beträgt 1,6 Ampere. Steigt der Ladestrom nun weiter an, steigt auch die Batteriespannung weiter. Bis, in unserem Fall, 14,4 Volt. Danach beginnt der Regler, den Ladestrom zu reduzieren, damit die Batterie nicht überladen wird. Um dies besser zeigen zu können, gehen wir nun wieder zurück in Menü 0 mit der Taste Menü aufwärts. Hier sehen wir, dass das Modul 4,6 Ampere erzeugt, isolar, aber der Regler nur noch 3,9 Ampere in die Batterie fließen lässt, E-Charge. Je voller die Batterie nun wird, desto weniger Ladestrom darf in die Batterie fließen. Beobachten Sie einen Augenblick lang das Zusammenspiel von Batteriespannung, Ladestrom und vom Modul erzeugtem Strom. Schalten wir nun die Lampe aus. Im Display wird jetzt E-Out gleich 0 Ampere angezeigt. Lässt sich noch besser darstellen, wie stark der Laderegler den Solarstrom reduziert, um eine Überladung der Batterie zu verhindern.